hair looks amazing, Sylvia. Das gehört zum Arbeit von Frau Bausch, eating the banana. So. I'm only going to do this once because it's really silly. Don't take big bites, you'll be sorry. Yeah, because he gives it sometimes often, yeah. You have to sort of don't do it in big mouthfuls and so. Mash it up in your with the saliva, sort of. Yeah, like a cow, exactly. Yeah. All right. Okay. Christopher would help. Februar 2019. Die Tänzerin Ruth Amarante, langjähriges Mitglied des Tanztheaters Wuppertal, leitet die Proben zu Palermo Palermo. Es ist eine Wiederaufnahme des Stücks von Pina Bausch aus dem Jahr 1989. Oh mein Gott! Das Ensemble ist wirklich ein ganz besonderes. Es sind alles ganz erwachsene Menschen. Es sind Menschen, die eigentlich, wenn man so den Schnitt in Deutschland sieht, wann Tänzer aufhören, ja längst in den Ruhestand gehen könnten, wenn sie wollten. Das gibt's in diesem Ensemble alles nicht. Die tanzen wirklich, bis sie 50, 55, 60 Jahre alt sind. Das heißt, die künstlerische Karriere ist eine sehr lange, sehr reiche. Can we next time? Maybe it's hard on your head for all the blood pressure. No, it's for that. I just once feel you where it should be. I become more clever with the blood. Every once, like, don't immediately go down. Every that I can once check where you have to be. Yeah. 10 Jahre nach dem Tod von Pina Bausch ist die Kompanie stark verjüngt. Etwa die Hälfte der 34 Tänzerinnen und Tänzer haben die Choreografin nicht mehr kennengelernt. Ich habe ja das Ensemble in einer relativ schwierigen Phase jetzt übernommen, nach 10 Jahren, in denen es turbulent zuging, einfach aus verschiedenen Gründen. So jemand wie Pina, die dann plötzlich fehlt, lässt natürlich eine Gruppe zurück, die erstmal vollkommen orientierungslos sein muss. Sie war so eine starke Führungspersönlichkeit, abgesehen davon, dass sie eben das künstlerische Zentrum war. Direkt nach dem Tod von Pina Bausch hatten zunächst Mitglieder des Tanztheaters die Leitung übernommen. Von der ersten Intendantin Adolphe Binder, die 2017 berufen wurde, hat sich das Tanztheater inzwischen getrennt. Die Weitergabe des Erbes von Pina Bausch mit über 40 Stücken, eine schwierige Aufgabe, für alle eine ständige Herausforderung. Ich hoffe, wir haben etwas gelernt. Das ist eine Information da. Und dann ist schön, das zu gucken, wie kann man das verbinden in was anderes, weil Pina ist nicht mehr da. Aber sie ist immer noch da, weil alles, was wir gelernt haben, was wir erfahren haben, ich glaube, wir können das praktizieren. Also sie hat uns eine große Erbe gelassen, und das ist nicht nur die Stücken. Die Erbe, ich glaube, das lebt in uns. Die erfahrenen Tänzerinnen und Tänzer der Kompanie übernehmen seit nun 10 Jahren die Probenleitung der Stücke von Pina Bausch, die für die jeweilige Spielzeit wieder aufgenommen werden. Einzelproben gesondert werden die Rollen an die neuen Tänzer weitergegeben. Auf diese Weise bleibt das Werk von Pina Bausch lebendig erhalten. Die Nachfrage danach im In- und Ausland ist groß. Die Vorstellungen sind nach wie vor ausverkauft. Menschen haben Geschichten erzählt, wie Pina ihr Leben geprägt haben,
Menschen sind so mit ihrem Herz geöffnet und gesagt, ich habe Pini gesehen, da habe ich mich entschieden, was ganz anderes mit meinem Leben zu machen. Wie viel diese Frau und durch ihre Stücke Menschen waren geprägt, Leben waren verändert. Und das war eine wunderschöne Stützung für uns. Pina Bausch berührt die Menschen, weil sie von ihnen spricht. Von ihren Ängsten, Träumen, Hoffnungen, Enttäuschungen. Nicht wie die Menschen sich bewegen, sondern was sie bewegt, interessiere sie. So sagte sie einmal. Pina Bausch hat zeitgenössischen Tanz bei Kurt Joos an der Folkwangschule in Essen studiert. Ihre erste Stelle als Choreografin trat sie 1973 in Wuppertal an. Mit dem Ensemble ist sie von Anfang an neue Wege gegangen. Sie hat den Tanz revolutioniert. So ist das Tanztheater weltberühmt geworden. Und auch nach ihrem Tod am 30. Juni 2009 ist das Interesse daran nicht geringer geworden. Café Müller von 1978 ist das einzige Stück, in dem Pina Bausch jahrelang selbst getanzt hat. Dieser schreckliche Tag, wir hatten eine Festvorstellung und wir haben das mittags, nachmittags, nach der Mittagsprobe, wir haben das erfahren im Hotel und dann in ein paar Stunden mussten wir tanzen, wir hatten Vorstellung. Das ist unglaublich, das wird, hat eine andere Dimension, das Ganze. Und das war so, das war keine Frage zu stoppen, weil wir sollen tanzen, wir sollen weiter und das war Penis. Größter Wunsch. Genau. Wenn sie jemanden verloren hat, hat sie gesagt zu uns, ich erinnere sehr gut in Gishbur, was können wir sonst machen? Nur tanzen. Und das, ja, weil da steht alles drin. This is the church. And this is the steeple. Open the door. Starb Pina Bauschs Lebensgefährte und Bühnenbildner Rolf Borczyk. Mit der Gestaltung der Bühnenräume hat er das Tanztheater ganz entscheidend mitgeprägt. Sein früher Tod war ein tiefer Lebenseinschnitt für Pina Bausch. Der Tänzer und Weggefährte Lutz Förster erinnert sich. Ich bin jeden Morgen vorbeigekommen mit den Brötchen, wir haben zusammen gefrühstückt und überhaupt, also erst mal das Leben zu bewältigen für sie. Und bis bei ihr dann auch, wie kam sie gesagt, also wenn ich jetzt kein neues Stück mache, dann mache ich nie wieder eins. Könnte ich bitte etwas Bein sehen? Meine Herren, bitte. Der Cottbuser Postkutscher putzt den Cottbuser Postkutschkasten. Der Cottbuser Postkutscher putzt den Cottbuser Postkutschkasten. Der Cottbuser Postkutscher putzt den Cottbuser Postkutschkasten. Den Cottbuser Postkutschkasten putzen Katzen. Would you please say in two sentences what comes to mind when I say dinosaur? Starting at the left, one after the other. Auf Deutsch, bitte. Dinosaurier hatten ganz viele Knochen und das ist alles, was übrig ist von denen.
Die Dinosaurier hatten einen ganz langen Hals und einen ganz langen Schwanz. Und sie haben noch keinem Menschen was getan. Dinosaurier hatte zwei Gehirne gehabt. Eins im Kopf und eins im Schwanz. Die Dinosaurier hatten sehr schwach entwickelte Vorderbeine und sehr stark entwickelte Hinterbeine. Fass mich nicht an mit deinen Griffen. Diese Beine sind aus dem Orient, made in Wuppertal, meine Damen und Herren. Die gesamte orientalische Kultur steckt in meinem. Für mich war diese ganze Probenzeit dazu da, Pina aufzuheitern, zu ermuntern, zu stärken. Nehmen Sie sich an der Hand und gehen Sie langsam nach hinten. Langsam! Azusa! Wovor haben Sie Angst? Selbstmord! Selbstmord, so, so. Und? Eifersucht! Eifersucht, das verstehe ich. Und? Routine! Routine! Ja, so weit muss man erst mal kommen! Das ist, wovor haben Sie Angst? Senil zu werden. Senil ist schon soweit, ja? Und? Dass mir die Zähne rausfallen und mein Bein zu verlieren. Und ich werde darauf vergangen und krümmeln. Danke, danke! Das ist verrückt! Die Pina hatte ja so komische Reaktionen aufs Leben. Also, wenn es der, so habe ich es jedenfalls empfunden, wenn es der gut ging, dann hat die so ernsthafte Sachen gemacht. Und wenn es ihr überhaupt nicht gut ging, dann hat sie die komischen Stücke gemacht. Teilnehmerin Nummer 2 ist schon als Kind regelmäßig geprügelt worden. Sie kommt zu uns heute aus einem Krankenhaus, wo ihr Körper teilweise künstlich wiederhergestellt wurde. Ihr Mann ist blind und sie leidet auch an Asthma. Könnten wir bitte Applaus für sie haben? Teilnehmerin Nummer 3 kommt heute zu uns ohne Familie, ohne Freunde, ohne Wohnung, ohne Geld und mit Krebs. Könnten wir bitte Applaus für sie haben? Und wenn man so will, ist ja dieses 1980 voller Komik. Ich meine, die fast wie eine Versteigerung, dieser Wettbewerb, wer ist die größte Unglücksträgerin da drin oder sowas. Das muss einem ja erst mal einfallen. Und das in so einer Situation, wo sie eigentlich die größte Unglücksträgerin war, selber. Die Premiere war ungefähr 2 oder 3 Wochen nach dem Fall der Berliner Mauer. Deswegen haben vollkommen logisch, das war auch niemandem auszureden, vollkommen logisch alle gedacht, das ist jetzt die Geschichte der Berliner Mauer. Aber die Idee der Mauer, der Gedanke der Mauer, also der war schon vorher da, zu dem Zeitpunkt habe ich schon dauernd ausprobiert, verschiedene Steine, und habe mir da meine eigenen kleinen Mauern gebaut, habe dann immer den Kopf eingezogen und habe sie immer mit der Hand umgeschmissen, um zu gucken, was mit den Steinen passiert, wenn die auf den Boden krachen. Palermo, Palermo ist eine von vielen Koproduktionen des Tanztheaters weltweit. Diesmal mit dem Teatro Biondo Stabile in Palermo und Andres Neumann International. Die Kompanie damals war extrem wagemutig. Es gab aber auch einen Grund dafür, finde ich. Dass sie
wussten, dass Pina, und das galt dann in der Folge für mich und meine Arbeit auch, nie etwas zulassen würde, was die Tänzer in ihrer Kunst, nämlich in ihrem Tanz, beschädigen könnte. Das hieß nicht keine Schwierigkeiten. Das waren sozusagen produktive Schwierigkeiten, weil die haben was anderes hervorgerufen, im Empfinden, im Befinden der Tänzer, auch in ihrem Einfluss auf die Bewegung. Die Basis dafür, dass die nie Nein gesagt haben, war natürlich dieses tiefe, nicht zu erschütternde Vertrauen, das die hatten zu ihrer Pina. Beschreiben, also uns erzählen oder mir erzählen, wenn ihr weint, wie ihr weint. Was? Mir erzählen, wenn ihr weint, wie ihr weint. Was ihr dann tut. Ja, ja, und quasi demonstrieren, ne? Also nicht, also erzählen und was für einen Ton ihr dazu macht oder, ja. Wenn ich weine, ich fühle den Hals ganz groß erst und dann die Atmen macht und es bleibt da und dann... Und es bleibt. Wenn ich später der Kopf ist ganz groß. Ich muss sagen, das sind vielleicht auch Themen, wo, wenn man da vorne steht, man auf einmal was sagt, wo ich jetzt sage, ich möchte das wohl diesen ganzen Leuten gar nicht sagen. Das Gefühl habe ich anschließend und das finde ich kein schönes Gefühl. Vielleicht reagiere ich darum so. Und das... Das möchte ich auch nicht preisgeben. Das möchte ich auch nicht den Leuten erzählen. Wir haben noch nie etwas gemacht, was ihr nicht wollt. Habt ihr noch nie gesagt. Ich habe euch nicht gefragt, dahin zu gehen, jetzt wirklich zu weinen, sondern ganz kühl sein und versuchen zu überlegen, was passiert denn da? Oder aus der Erinnerung weiß man manchmal, was der Mund tut oder was der Atem tut oder was für Töne. Das ist ja nicht so einfach wie ein Kochrezept. Also nicht. Bei den Fragen kommen ganz andere Sachen raus. Und hier war die Situation, das weiß ich noch ganz genau. Es war mal wieder 21:45 Uhr abends. Und an sich war um 10 Uhr Probenschluss. Und wir waren auch sehr kaputt und wollten an sich jetzt so langsam nach Hause. Und Pina saß so da und sagte, ach, noch eine Frage. Ja, und oh, also... Was soll da um 21:45 schon rauskommen, ne? Also man ist dann sehr... Und ich dachte, oh Gott, nee. Und dann fragte sie, ja, also die Frage ist, alles schön finden. Und ich dachte, nee, ne? Wenn du so müde bist, sollst du alles schön finden. Ich war auch so ein bisschen ärgerlich und hab nur ein paar Sätze vorbereitet. Also wir haben ja nie so richtig improvisiert, wir haben ja Sachen vorbereitet, bevor wir sie machten. Hab mir da so eine Lederjacke genommen, die zu groß war, und bin auf die Bühne gegangen, also in der Lichtburg, nicht? Pina saß da so an ihrem Tisch und bin hingegangen und so, ja, der Rasen hier, das ist auch unheimlich schön, herrlich. Und dann bin ich zurückgegangen zu Pina und alles schön finden. Sehr schön alles, sehr schön, ja, sehr schön. Aber Sie, was machen Sie eigentlich beruflich? Ah, sie antwortet nicht, herrlich, sehr herrlich. Das ist wahrscheinlich ein Geheimnis, was Sie so beruflich machen. Und so ist sowas entstanden. Und weil sie da sehr herzlich gelacht hat, kam auch ich in eine gute Stimmung. Und bin dann so durch die Lichtburg, hab alles schön gefunden, ne? Egal was.
Ein Lautsprecher, schön, herrlich. Das war auch das Stück, wo eine wunderbare Freundschaft entstanden ist. Zwischen Mechthild Grossmann und mir. Wir haben wirklich rumgepuzzelt. Also es gab eine Frage von Pina. Mach mit mir, was du willst. Daraus ist eine Szene entstanden, wo ich bzw. Mechthild mich auszieht, auf den Stuhl setzt, mit Seidenstrümpfe an, Seidenstrumpf anzieht und schminkt. Und wenn ich dann noch Happy Birthday singe, kriegt das ganz anders. Und dann, also, so ist das irgendwo immer mehr entstanden. Und dann haben wir dieses Ding gemacht. Wir dachten, oh Gott, das ist also Spaß für uns. Das ist nicht die geniale Sache, dass Pina Fragen gestellt hat. Das Geniale ist, wie sie mit den Antworten umgegangen ist. Weil eigentlich, nach dem, was ich heute sehe, müsste man für dieses Fragenstellen einen Waffenschein verteilen. Weil also die Leute haben das alle kopiert, aber sie können damit nicht umgehen. Ich meine, man muss auch wissen, dass sie 90 oder mehr als 90% der Antworten weggeschmissen hat. Und zu gucken, was... Und es ging ja auch nicht daraus, was sie da ausgesucht hat, war ja nicht das Schönste, sondern das für sie Richtigste. Man konnte 10 Antworten geben, alle verschieden zu der gleichen Frage. Und es war einfach eine Antwort unter Tausende. Ich glaube, und ich finde das auch richtig, jeder von uns hat seine Sache, was man hat. Seine Geschichten, seine Ängste, seine alles. Jeder hat das. Aber mit der Frage von Pina, man könnte diese Sache selber ordnen und finden, wo diese Sachen sind. Und zu sehen, wie reich das ist, wenn man unterschiedlich ist. Das ist doch der Welt so. Das ist doch wunderschön. Klar. Und dass Pina die Stücke eigentlich mit nichts angefangen hat, dass wir alle auf dem gleichen Blatt waren. Dass wir nicht reingekommen, als ich bin jetzt so und so und so in dieses Stück. Wir sind alle komplett auf Null angefangen, mir eher auch. Und das war dieser wunderschöne Schritt in das, wo geht das hin? Stay with me. Der norwegische Choreograf, Regisseur und Tänzer Alan Lucien Oyen hat eines von 2 neuen Stücken im Tanztheater choreografiert. Adolphe Binder hatte ihn nach Wuppertal geholt. Wir waren anfangs alle sehr nervös. Es war das erste Mal, dass wir alle zusammenkamen. Doch nach etwa einer Stunde entwickelten wir ein gutes Gefühl füreinander. Also vielleicht waren bei Pina so diese sehr, sehr viele Fragen. Und bei Alan war eine Frage. Und die Frage könnte einen ganzen Tag nehmen. Und davon diese Antwort von den Leuten zusammen gesprochen haben, kommen andere Sachen. Aber das war wie sprechen, erstmal so zusammen. Er hat uns einfach gelassen, auch ohne Bewertungen, diese Sache, wie Pina war. Und ich glaube, wir haben uns
sehr viel gewagt. So we sat here in a circle. Wir saßen hier im Kreis und tauschten uns aus. We spoke for 2 days. 2 Tage lang. And then afterwards I said, maybe. Ich habe mir Notizen gemacht und die Tänzer gefragt, ob sie auf meine Fragen antworten wollten. Respond to these questions. Und was dann passierte, war einfach überwältigend. What happened then was just amazing. Eine der stärksten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Alle zusammen entwickelten wunderbare Dinge mit einer starken Energie. Many, many beautiful things. Jahre, wir waren nicht kreativ in neuen Sachen, weil wir mussten andere Sachen lernen, dass wir die Company weitergehen könnten. Aber plötzlich, es war, man merkt, eine Not für Kreativität war da, eine sehr große Not. Und ich glaube, wir haben uns da gespürt und jeder eine neue Reise gemacht nach so vielen Jahren. Trockenheit. Die Wüste. Die Wüste ist wieder so eine, so Oase. Eine Oase. Und dieser kreative Bubbling Spring ist wieder erweckt. Und deswegen wollen wir nicht zurück, weil wir haben bemerkt, das schmeckt sehr schön. Ellen Lucien Oyen arbeitet mit den künstlerischen Mitteln von Tanz, Theater, Text und Film. Für die Tänzerinnen und Tänzer des Tanztheaters Wuppertal war die Arbeit mit ihm ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Er ist nicht gekommen und hat gesagt, okay, jetzt mache ich ein Trauerstück mit euch. Er hat gespürt, was da drin ist. Ich meine, das Lichtburg ist, ist sehr viel Trauer da drin gewesen. Ohne Pina, die Zeit läuft und die Trauer ist da, weil wir selber Leute verloren haben. Alle dachten, wir würden über Tod und Verlust von Pina arbeiten. Aber das war nicht der Fall. Natürlich war Pina Thema. Aber es gab auch Geschichten von Brüdern und Vätern. Von Verlusterfahrungen vor dem eigentlichen Tod. This is so strange and so strong. I'm not afraid. Regina? Es tut mir leid. Aber dein Vater ist tot. Your father died. I know. Good. Thank you. Yeah. Very good. Great. I think you can use the line to tell her it was okay. You know, when somebody dies, it's good. He died in his sleep. It was totally fine. It was a happy thing. Es war natürlich sehr neu, dass wir mussten so viel sprechen. Und dass so intime Geschichten waren, ist auch sehr, sehr neu für uns. Dass unsere eigene Geschichte von unserer Familien und Tod, das war alles sehr intim. Und es war aber eine wunderschöne Reise. Ich glaube, Wuppertal ist eine Stadt der Geister. Besonders dieser Ort hier. Wenn Sie Geister lieben, kommen Sie hierher.
Der einzige Moment in meinem Stück, der mit Pina direkt verbunden ist, ist der leere Stuhl am Schluss, wenn der Vorhang runterkommt. Das erinnert an den Moment, als ich in die Lichtburg kam und die Präsenz eines leeren Stuhls spürte. Jemand fehlte. Das war ein starker Moment. Deshalb wollte ich diese Erfahrung im Stück zeigen. To have that experience in the piece. Ich denke, dass man tatsächlich die Arbeit, die neuen Arbeiten auch aus ihrem Werk entwickelt. Und das heißt nicht, dass man sich nur mit ihren Arbeiten beschäftigt, sondern dass ich mich zumindest frage, wie hat sie denn die Welt gesehen und was war ihr wichtig daran? Und ganz eindeutig war es doch so, dass sie Menschen in den Mittelpunkt gerückt hat, dass sie ihre Tänzer als Figuren stellvertretend für die Welt, in der wir leben, gesehen hat. Und ich glaube, insofern fallen bestimmte sehr formal arbeitende Künstler einfach aus. Die Proben zur Wiederaufnahme vom Repertoire, aber auch zu neuen Stücken in der Zukunft, finden nach wie vor in der sogenannten Lichtburg statt, einem ehemaligen Kino. In diesem inzwischen legendären Raum sind die meisten Stücke von Pina Bausch entstanden. Das erschöpft sich ja nicht darin, dass man das einfach wiederholt und dass man, also dieses Wort Wiedereinstudierung hat ja immer so den Beigeschmack, als wäre das einfach eine Kopie, die man da macht. Ich habe gestern eine Probe gesehen, in der sehr deutlich wurde, wie wahnsinnig viel kreative Arbeit da drin steckt und die macht sicherlich zwei Drittel auch der zukünftigen Arbeit aus. Das andere Drittel werden wir dann mit neuen, jungen Choreografen, Choreografinnen von heute bestücken. Das Schauspielhaus Wuppertal. Hier soll das internationale Pina-Bausch-Zentrum entstehen. Ein Ort für das Tanztheater und auch für die Pina-Bausch-Foundation mit ihrem umfangreichen Archiv. Salomon Bausch, der Sohn von Pina Bausch, hat diese Stiftung kurz nach dem Tod seiner Mutter gegründet. Das Archiv ist insofern wesentlich dafür, dass die Stücke auch in der Zukunft immer auf die Bühne gebracht werden können, weil das ja Stücke sind, die nicht wie Theaterstücke auf einem Text basieren, sondern weil das komplexe Gebilde sind und weil auch Pina immer wieder auf verschiedene Unterlagen zurückgreifen musste, um die Stücke wieder auf die Bühne zu bringen. Und diese Unterlagen, das nennen wir heute Archiv, aber das sind eigentlich ihre Produktionsunterlagen gewesen. Was wir haben hier ist ein ganz wichtiges Dokument für die Archiv. Das ist ein bisschen, ich würde sagen, das Herz des Archivs. Das ist ein Stück Entstehung, Notizbuch mit allen Notizen von Pina. So. Und das ist für ein komplettes Stück, für Nefes, die Koproduktion mit Istanbul. Das ist sehr wichtig für die Tänzer, für Tanztheater, für die Kompanie, die Stücke von Pina lernen. Und damit können die schon eine tiefe Idee von das Stück haben. Natürlich kommen dazu die Regiebücher. Das ist auch ein fertiges Dokument, um das Stück weiter auf die Bühne zu bringen. Das macht Tanztheater, das macht den Werk von Pina. Fast 40 Jahre Arbeit, 46 Stücke und war so viel Tänzer, über 180 circa Tänzer in die gesamte Geschichte von Tanztheater. Und im Archiv, wir haben 200.000 Fotos. Das gibt uns eine unglaubliche Sicht von den Werk von Pina. Und kommen dazu andere Parameter wie Video, 9.000 Video. Von den 60er bis heute, zum Beispiel steht hier Tanz Dita, das ist eine Tänzerin von Tanztheater, aber die Tanz ist nicht, es gibt keine Beschreibung für einen Tanz. So, da kommt das Videomaterial zum Beispiel ins Spiel und das ist sehr wichtig. Die Tänzerin Stephanie Trojek, seit 3 Jahren Mitglied des Tanztheaters, probt für ihre Rolle im Stück Palermo, Palermo.
28. Neunundzwanzig. Dreißig. Some very little things. We just see till here. Okay. And we never see more. Okay. Make it a little bit more mysterious. Yeah. right. And until there. Until there. Can you see wie sie das macht? Let's see. She brings it more behind, I think, when she does it. She pulls it here behind and yeah. Okay. Pina hat immer sehr oft sich an das Video orientiert, von die vorherige Vorstellung, verschieden. Und trotzdem, ich glaube, was so faszinierend ist, vielleicht übertrieben, aber von Pina aus, das war eine Mischung von dieser Genauigkeit manchmal, die für uns fast aus pingelig sich angefühlt haben. Weil man, wenn du auf der Bühne bist, dann empfindest du oder brauchst du auch ein bestimmte Freiheiten. Du möchtest auch nicht zu sehr verbunden an irgendwelche Markierungen oder. Aber die Dinge müssen stimmen. Es ist unterschiedlich auch von Rollen und Stücken. Sehr unterschiedlich, wie man dann herangeht. Manche sind sehr einfach, über die Bewegung irgendwo hinzukommen. Andere brauchen dann mehr Wörter. Also man muss dann mehr erklären und man muss zurückgehen und gucken, wie hat das alles angefangen, welche Fragen waren da. Aber ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Arten und Weise, wie wir, die neue Tänzer, dann was beibringen. Eigentlich hat es auch damit angefangen, auch mit der ersten Frage, dass sie gesagt hat, was habt ihr heute in Palermo gesehen? Mhm. Ja? Das ist eigentlich ganz gut, das so im Hinterkopf zu behalten. Also weil wir auch während den Proben mussten wir zum Beispiel vom Theater zum Hotel immer durchs Stadtzentrum, über den Markt gehen, wo sich alles abgespielt hat. Ja? Da war eigentlich alles zu sehen und zu spüren und zu erfahren, was wir mit in die Proben reingetragen haben. Und das ist das Grundsetting und das Grundgefühl eigentlich hier auch, ja. Und du bist hier auf der Seite, eigentlich hinter Silvia, aber wir müssen jetzt in der neuen Version gucken, ob die immer noch an der Stelle ist. You try to keep yourself quite straight, but with this little giving in the center. And then run off fast. So that would... That so does, I can always yeah. follow... Follow Silvia to yes, come in. Yes, but what you have to do is not like follow, but like trying to be Run. With her, yeah, yeah. direkt mit ihr zusammen zu sein, weil das mm-hmm. Folgen ist, heißt zu spät zu sein. Ja, mm-hmm. Das heißt wirklich mit ihr zu laufen und dich sofort yeah. auf die Position zu stellen. Okay. Ja, und dann kommt diese Szene, Frauenbrüste, Erektion heißt das, und das ist wirklich Rennen. Mm-hmm. Ja, du versuchst, was schwierig ist auf diesen Steinen mit den hohen Schuhen, aber ganz schnell dahin zu kommen, hinlegen und Finger hoch. Ja, so it's from here. The moment you get the cue, you really run in. I cannot do it with this machine. You put yourself on the back and immediately put the fingers underneath. Und das heißt, du rennst hin, legst dich hin und bleibst. Bis die Cue kommt, die akustische Cue von den klingenden Gläsern. Dann löst du auf, stehst auf, ganz normales Tempo aufstehen und dann ruhig abgehen. Okay, wait a minute. From where it's size coming now? But we leave it low. Ich kenne so viele Sachen, die nicht auf diese Video sind. Wie ich erkläre ein Gefühl. Ich weiß genau, was ich mache, in welche Reise ich gehe. Und wir versuchen, ich glaube, alle, wir versuchen auch zu spüren, soll ich alles erzählen oder nicht? Oder ja, man muss nicht alles erzählen zu jemandem, die lernt, das lernt eine Rolle. Aber man kann, genau, die kann erfinden, sie kann, aber man muss trotzdem die guiden
zu die Richtung, von wo die Stück geht. Warum hat Pina so gemacht und nicht so gemacht? Das hat einen Grund. And now it's him who's taking her dress down, showing the breasts, putting them back in. And you are not related to that. You are disconnected to that. Eigentlich ist das entstanden, weil sie, weil Pina in einem Park in Palermo eine Szene beobachtet hat mit einem Mann, der auf der Parkbank saß, und ein anderer Mann, der ein junges Mädchen diesem Mann gezeigt hat und sozusagen, guck mal, hier sind die Haare, Zähne, Brüste, alles dran. Er hat die wie eine Ware gezeigt. Im Park, also auf... Yes. Ja? Und wenn das passiert ist, du zählst weiter, du bist nicht da. Das passiert mit dir. 30, 31, 32, 33, 34, 30, 31. It's actually more than a mood, because it's something you, it's not you choose to be in, you are in. Mm-hmm. You are in this situation. It's happening to you. And you are going through it in your way. So it's not, you are not a victim here or anything, mm-hmm. you know, the poor little girl. Pina's work is, it's of course about the movements and the dancing, but there's so much more about her work than just the steps. Actually, it goes so much more beyond that, and that's probably the thing I love the most about the work, but also it's challenging because you have to be a human and you have to let go and you have to give in and find a lot of deeper things than just trying to be a perfect whatever person. Und was immer wichtig ist, ist nicht die Füße zusammen und die Knie auseinander, sondern tendenziell eher Knie zusammen und vielleicht die Fußspitzen ein bisschen auch. Das hat immer eine... Ja. Du stehst hier, hast deine Freude an deinen Apfelbrüsten. You like your apple breasts. And you have this connection to the audience, the sympathy with the audience. And as you stand there, the two men come from both sides and they take away your breast. Ich stelle mir immer diese Stücke vor wie so einen lebendigen Organismus, die auch einfach Austausch brauchen, die Kontakt brauchen, die sich erneuern müssen, die einfach mal die Stimmung haben, die sich, die auch mal altern, aber sich dann auch wieder verjüngen, die mal ihre wie eine Schlange ihre Haut abstreifen müssen und dann ist eine neue Haut darunter. Aber die Aufgabe ist es auch, die Essenz des Stückes oder das Stück in sich weiter irgendwie zu halten, so wie es war. Also es ist eine Balancieren. Es bewegt sich, also es atmet ein bisschen anders oder so, aber das Stück bleibt das Stück eigentlich. Das Tanztheater Wuppertal hält das Werk von Pina Bausch mit Wiederaufnahmen lebendig. Aber auch die Pina Bausch Foundation tut es mit eigenen Projekten. Für uns stellen sich natürlich viele, viele Fragen. Wie kann man eigentlich diese Kunst in die Zukunft tragen? Was braucht es dazu alles? Und ein
erster wichtiger Schritt für uns ist jetzt eine Kooperation mit der École des Sables im Senegal. Und ein Teil davon ist, dass wir die Choreografie Le Sacre du Printemps von Pina an Tänzerinnen und Tänzer aus Westafrika weitergeben. Und das ist eine Art von Projekt, die hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Die Kunst von Pina Bausch war noch nie auf dem afrikanischen Kontinent überhaupt zu sehen. Und jetzt machen wir eben diese Kooperation, die ein direktes Zusammentreffen eben des Stücks mit Tänzern von dort beginnt. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Auch in Afrika werden Mitglieder des Tanztheaters Wuppertal Sacre du Printemps einstudieren. Stiftung und Tanztheater arbeiten eng zusammen. Die neue Generation, die Kinder lieben Pines alte Stücke. Das ist doch fantastisch. Die Kinder, das haben nur iPhones und alle diese Sachen, die gucken ein 3,5 Stunden Stück an. Und die sehen eine Welt vor ihren Augen, das lebendig ist, mit echten Menschen. Und etwas, das so fein ist, weil Pinas Arbeit ist sehr fein. London im Februar 2019. Das Tanztheater Wuppertal gastiert im Sadler's Wells Theater mit Bon Voyage Bob, dem neuen Stück von Alan Lucien Oyen. Aus der jahrzehntelangen Kooperation zwischen beiden Theatern ist längst Freundschaft geworden. Theaterdirektor Alistair Spalting erinnert sich an Pina Bausch. Ich habe nur wenige Menschen in meinem Leben kennengelernt wie Pina. Sie war den Engeln näher als einem irdischen Dasein. Sie war wie ein Zephyr, wie ein Frühlingswind. Ihre Art, ihr ganzes Wesen schien irgendwie zu schweben zwischen Himmel und Erde. Auch mit dem Théâtre de la Ville besteht ebenfalls eine enge Zusammenarbeit. Seit 1978 gastiert das Tanztheater Wuppertal regelmäßig mehrere Wochen in Paris. Die Aufführungen sind meist ein Jahr vorher schon ausverkauft. Das Théâtre de la Ville bleibt unter meiner Leitung ein fester Partner. Ich habe mich immer für diese Zusammenarbeit engagiert. Auch das Pariser Publikum ist gespannt. Es möchte die neuen Stücke kennenlernen, sie entdecken und unvoreingenommen über die Premieren in Paris urteilen. Nach 9 Jahren Repertoire muss eine neue Entwicklung einsetzen. Im Zusammenspiel der Elemente Repertoire und Kreation geht das Leben nach den großen Stücken von Pina Bausch weiter. Das ist ein fragiler Prozess, dem man sich mit viel Aufmerksamkeit und großem Verantwortungsbewusstsein nähern sollte. Beide Häuser in London und Paris haben das neue Stück Bon Voyage Bob mitfinanziert. Die Erwartungen an die Zukunft des Tanztheaters Wuppertal sind hoch. Sowohl was die Pflege des Repertoires betrifft, als auch die zu erwartenden neuen Stücke. Dabei werden sich ganz eigene schöpferische Kräfte entfalten, auf die man gespannt sein darf. Es gibt bestimmt Leute, wo man denkt immer, nach Pina kommt gar nichts mehr. Wahrscheinlich gar nicht, das ist nicht so. Es gibt Leute, die ganz toll sind. Und natürlich, es wäre super, wenn wir die Leute, die so arbeiten können. Wir sind nicht dagegen. Nicht der Weg mit renommierter Gastchoreografen, das ist nicht, was ich mir wünsche. Ich wünschte es mir, dass diese Kompanie ein anderer Weg wagen darf, also ganz anders. Und dass es auch gut sein kann, dass es auch
Zuschauer in Theater bringen kann, aber dass es eben ein kreatives Forschungsprojekt wird, dass man das macht, was wir immer gemacht haben, bei jeder Kreation, uns in eine Kreation zu vertiefen. Ja, ja, aber dafür, für jede Kreation war da ein Pina da, um das zu leiten und zu führen und so. Pina hat irgendwann mal auch angefangen. Also, und sie hat angefangen, weil damals Joost die Möglichkeit hat, ihre Tänzer dann ausprobieren zu lassen. Da fing sie an. Also ich finde, dass ein nährhafter Boden dann... Also wie du siehst, wir haben keine Lösung. Wir haben keine Lösung. Ich weiß, es ist unheimlich, ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, weil was ist dann am richtigsten? Soll die Kompanie dann erhalten werden, um das Repertoire zu tanzen? Oder das ist gewesen, das wird sowieso nie mehr wie das war. Also ich habe immer noch keine Antwort. Schwierig. Aber spannend. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme!